So, liebe Leute, heute gibt es mich in einem leicht anderen Format, denn ich habe mich dazu entschlossen zu klauen. Ich gebe es zu, den Link, wo ich geklaut habe, findet ihr unten, um es euch auch in besserer Qualität und sowas anzugucken. Ich gucke jetzt aber einfach nur mal rein und gebe so ein bisschen meine Meinung zu folgendem ab. Es geht um Fantasy Life 2. Wir haben es schon einige Male angesprochen, irgendwie so nebenbei, was hältst du denn davon oder so? Ich bin kein Mobile Gamer, außer Mobile im Sinne von Handheld. Ich habe ihn nicht da, verdammt. Wie dem aber auch sei, ich gucke jetzt kurz rein in den Gameplay-Trailer von, ich muss spicken, X-Cage Game. So. Ich gucke jetzt da rein und sage euch, was ich davon halte. Sieht erstmal saugeil aus, aber hat mich bei Fantasy Life auf dem 3DS auch schon leider ein bisschen enttäuscht. Diese Cutscenes sind so selten, dass es fast traurig ist. Ich hatte ja gehofft, das ist Spielgrafik. Sieht aber insgesamt auf jeden Fall ziemlich geil aus. Ziemlich geil. Was auch immer dieser Drache zu bedeuten hat, ich verstehe leider kein Japanisch, darum weiß ich nicht, was sie da reden. Es gibt übrigens vielleicht Pommes selbst gemacht. Hey. Ja. Schick. Ich liebe Cutscenes. Wäre geil, wenn sie häufiger wären, wie gesagt. Zwei Monde. Wir sind auf Tatooine. So weit, so klar. Und nun kommen wir mal zu so ein bisschen Gameplay. Ein paar Blicke ins Spiel. Stellen wir uns vor, wir haben nicht den 3DS im Querformat mit zwei Bildschirmen, sondern ein Handy im Hochformat. Sieht dann irgendwie so aus. Bekannte Welt. Bekanntes Verfahren an sich. Und was jetzt allerdings auch irgendwie neu dazukommt, ist irgendwie die japanische Sprache. Nein, Spaß beiseite. Insgesamt sieht es also doch sehr bekannt aus, allerdings natürlich von den ganzen Anordnungen des HUD natürlich komplett anders. Also wenn wir das sagen, heißt es, ich kann mit einem Knopfdruck quasi so irgendwie Presets meiner Kleidung irgendwie anlegen oder sowas. Das wäre natürlich geil, das hat mir gefehlt, habe ich auch irgendwann mal erwähnt. Ansonsten gibt es scheinbar die bekannten, üblichen Läden. Zählt jetzt 4, 3, 4. Wahrscheinlich war mein erster mal 5. Okay, Texte laufen dann so ab. Insgesamt erinnert es nicht nur an das alte Spiel, sondern soweit ich mal irgendwo gelesen habe, ist es auch das alte Spiel. Ich werde das gleich im Nachhinein nochmal recherchieren. Aber das da ist ziemlich neu. Es sieht aus, wie als könnte man da quasi so sein eigenes kleines Städtchen irgendwie aufbauen, was ich ziemlich cool finde. Was auch so ein Ding ist, was in Fantasy Life 1 reingepasst hätte. Nicht gefehlt hat, sondern was reingepasst hätte. Ansonsten, alles was ich jetzt gesehen habe, ist schon irgendwie bekannt. An dieser Stelle sage ich jetzt einfach mal nee, weil Handy und nee, weil ja eigentlich doch das gleiche. Ich habe schon Secret of Mana fürs Handy gekauft und nutze es nicht. Obwohl es überarbeitet ist und einige Bugs raus sind, das ist auf Englisch okay, aber nee, ich nutze es einfach nicht, weil es ist halt nicht das gleiche wie auf dem, wo ich es zuerst gespielt habe. Dementsprechend fällt Fantasy Life 2 für mich auch raus. Trotzdem scheint es einfach irgendwie einen richtigen Weg gegangen zu sein, wenn man jetzt mal wirtschaftlich denkt. Ne? Das gleiche Spiel auf anders, auf einem Markt, den viel mehr Menschen nutzen und wo sie viel mehr Leute erreichen können, ist ja auch eigentlich geil für ein geiles Spiel. Wie gesagt, für mich als Nintendo-Freak und irgendwie dann doch ziemlich altbackenen Typen ist es schade so, aber lassen wir das mal dahingestellt. Ansonsten interessiert euch sicherlich wahnsinnig, wie es hier weitergeht. Yay, ich hab Street Pass! Es steht noch aus. Wie geht's weiter mit Fantasy Life?
Ich habe schon die ersten zwei Videos im Kasten, die ich jetzt nur noch irgendwie zusammenschnipseln und hochladen muss. Dann habe ich noch eins vor mir, was richtig lange dauert für mich. Fürs Schneiden wahrscheinlich auch. Und dann geht es endlich so richtig los mit dem, was ich mir so vorgenommen habe. Seht ihr im zweiten Video von dem, was kommen wird. Dann ist natürlich noch die zweite große Frage. Wer geht mit mir auf Reisen und holt sich mit mir gemeinsam die Klamotten für den Drachenflughelm und grabt ihn danach für sich? Ich habe bisher 4 Meldungen von 3 Personen. Weiß noch nicht ganz, wie ich das unterbringen soll. Also zum einen wäre da Kim Cook YouTube. Neuer Name? Du hieß doch letzte Woche noch anders. Hat auch gesagt, meine Schwester hätte auch gern so einen Helm. Da ist jetzt natürlich die Frage, passt das vom Level? Ich weiß nicht, ob du mit Level 67 bei mir mitkommen kannst, überhaupt die Bosse besiegen. Bei deiner Schwester weiß ich nicht, könnt ihr zusammen online spielen? Dann wäre das zum Beispiel die eine Gruppe, die ich vorschlagen würde. Einmal du und deine Schwester und dann die zweite Gruppe. Ich wollte jetzt gerade so machen, aber das ist nicht an euch gerichtet. Das ist nur das, was überbleibt, wenn man 2 macht und 1 wegmacht. Zweite Gruppe würde ich dann vorschlagen, wäre natürlich mein allerliebster Shaddox. Übrigens, meine Pommes sind ganz geil, wenn sie auch klein geworden sind. Shaddox war immer mal wieder Gast in meinen Wilmchen und mit dem habe ich auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Der kämpft eindeutig besser als ich, hat eindeutig mehr Skill, dementsprechend macht er den Bums und er den Fame und ich mache das Video. Und dazu kommt dann noch Shadow Gaming Pro, hat sich fast mit als erster gemeldet und dementsprechend würde ich sagen, machen wir einfach zweimal, wenn es geht mit Kim. Aber das Ganze natürlich jetzt nicht sofort, wie ich mir das so gewünscht hatte, vorgestellt hatte. Falls ihr es nicht mitgekriegt habt, in Mittelhessen ist ein übelster Busstreik im Gange. Seit Montag geht quasi gar nichts mehr. Dann ist heute noch dazu gekommen die Straßenbahnen in Darmstadt, die gar nichts mehr gehen. Jetzt warten alle nur darauf, bis in Frankfurt die Straßenbahn aus Solidarität auch sagt, komm, wir machen den Sack jetzt auch zu. Dann liegt quasi eigentlich alles hier unten brach. Durch diesen Busstreik bin ich aber auf die S-Bahn angewiesen, was für mich bedeutet heute Morgen bei Schnee 6 Kilometer Fahrradfahren und dann nochmal 3 Kilometer Fahrradfahren, heute Abend bei Regen und 7 Grad nochmal 6 Kilometer Fahrradfahren. Nächste Woche habe ich nur einen Abend Zeit, wird also auch nichts. Übernächste Woche habe ich wahrscheinlich auch nur einen Abend Zeit, keine Ahnung. Ich vermute also, es wird wahrscheinlich eher Anfang Februar werden oder sowas. Was habe ich gesagt? Ja, entweder letzte Januarwoche oder Anfang Februar. Ich melde mich bei euch. Bei Shaddox weiß ich, geht das klar. Für alle anderen, die es noch nicht wissen, falls ihr mitspielen wollt. Ich habe Fantasy Life 1.1, also quasi, oder 1.0.1, also quasi die Erweiterung Origin Island. Das heißt für euch, ihr könnt nur mitspielen, wenn ihr auch diese Version habt. Ansonsten fallt ihr leider raus, ist nicht mein Ding, ist so von Nintendo gemacht, ist nicht kompatibel ansonsten. Alles weitere, eine stabile Internetverbindung wäre schön, aber das klären wir dann, würde ich sagen. Das sehen wir dann, ob es funktioniert. Wie gesagt, ich melde mich. Ich mache natürlich hier noch weiter nebenbei, so wie ich Zeit habe, das, was ich so ganz gerne mache, nämlich sinnlose Videos. Schaut auch hin und wieder mal bei Prince of Persia rein. Das habe ich am 12. und am 13. November alles komplett aufgenommen. Durch Audioprobleme nehme ich mir aber viel Zeit, um da quasi irgendwas Brauchbares draus zu machen. Dementsprechend sind wir leider doch noch nicht durch, wie ich eigentlich gedacht habe. Das ist so jeden Tag, zack, 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 zack. Nee. Griff ins Klo. Eternal Darkness, wenn ihr über 16 seid oder wie auch immer YouTube die Altersbeschränkung durchführt. Guckt da auch rein. Brauche ich aber auch mal wieder Zeit, um mal weiter zu zocken. Ich liebe das Spiel. Ich hätte eigentlich schon wieder Bock auf Prince of Persia. Das ist scheiße. Ansonsten, es geht auch hier weiter. Ich weiß noch nicht so genau wie und was, aber auch da wird es weitergehen. Aber das habe ich schon 15 Mal gesagt, darum sage ich es nicht nochmal. Bis dahin wünsche ich euch schöne Tage, schöne Wochen, schönes Leben. Horido. Weiter so.